Guten Morgen. Mit neuem Mikrofon. Ich probiere es einfach aus. Das alte war auch schön. Das habe ich auch noch. Das ist das hier. So. Ja, das war's. So. Ich lese. Stiftung Warentest. 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und das Buch heißt Medikamente im Test. Und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei der Schuppenflechte und das Kapitel ist ein bisschen länger, glaube ich. Ja, ich fange zum Glück auch nicht so spät an wie gestern. Ich hoffe mal, dass ich durchkomme. Als Anfang ein einführender Text. Schuppenflechte. Beim Radieren in dem Buch muss man ein bisschen vorsichtig sein, die Schrift geht weg. So, Schuppenflechte. Schuppenflechte, Psoriasis, gehört zu den häufigsten Hautkrankheiten. Etwa 2 von 100 Menschen erkranken daran. Sie beginnt an einer beliebigen Körperstelle, besonders oft an Ellenbogen, Knie, Kopf oder am Rücken in der Kreuzbeinregion. Es entsteht ein meist scharf begrenzter roter Fleck, in Klammern Plaque, Klammer zu. So, ich muss direkt Kaffee trinken. Das sind die ersten Worte, die ich heute spreche. Eben was gesungen. Es entsteht ein meist scharf begrenzter roter Fleck, in Klammern Plaque, Klammer zu, dessen Oberfläche von silbrig-weißen Hautschuppen bedeckt ist. Diese Schuppen lassen sich leicht ablösen. Werden sie abgekratzt, reißt die darunterliegende entzündete Haut leicht ein und blutet punktförmig. Die Herde der Schuppenflechte jucken gelegentlich, können brennen und stechen, verursachen aber keine Schmerzen. Psoriasis verläuft meist schubartig. Die Anlässe, durch die die Krankheit wieder aufflackert, sind sehr verschieden. Warum behandeln? Schuppenflechte ist nicht ansteckend. Heilen lässt sie sich nicht, wohl aber vorübergehend so bessern, dass sie sich nicht durch die typischen Hautausschläge bemerkbar macht. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Da unklar ist, wie die Krankheit entsteht, lässt sie sich nicht ursächlich behandeln. Äußerlich anzuwendende Salben und Cremes können die Symptome einer Psoriasis auf der Haut jedoch deutlich lindern oder vorübergehend verschwinden lassen. Insbesondere bei leichten und mittelschweren oder örtlich begrenzten Erkrankungsformen. Sie sind äußerlich anzuwendende Mittel nicht ausreichend, stehen diverse Präparate als Tabletten oder Kapseln zum Einnehmen zur Verfügung. Alle können jedoch schwerwiegende unerwünschte Wirkungen haben. Welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten gibt es? UV-Strahlen. Vor allem die sonst schädlichen UVB-Strahlen tragen dazu bei, dass eine Psoriasis schneller abheilt. Bei Aufenthalt im Hochgebirge oder in südlichen Ländern mit intensiver UV-Strahlung bessert sich die Schuppenflechte deshalb häufig. Bei Aufenthalten im Hochgebirge oder in südlichen Ländern mit intensiver UV-Einstrahlung bessert sich die Schuppenflechte deshalb häufig. Diesen Effekt macht sich auch eine
Behandlung mit UVB-Strahlen in speziellen UV-Bestrahlungsanlagen, in Klammern ähnlich einem Solarium, Klammer zu, beim Hautarzt zunutze. Auch UVA-Strahlen werden therapeutisch genutzt, allerdings in der Regel nur in Kombination mit Arzneimitteln, wie bei der PUVA-Therapie, die es im letzten Kapitel schon angesprochen worden. Dieses Verfahren lindert Studien zufolge die Beschwerden einer Schuppenflechte deutlich besser als eine Bestrahlung mit UVB allein. Was kann ich selbst tun? Alles, was die Haut geschmeidig macht, kann eine Psoriasis bessern. Dafür können Sie ölhaltige Bäder nehmen oder den Körper mit fetthaltigen Lotion, Cremes oder Salben einreiben. Weder im stark salzhaltigen Toten Meer oder ein Aufenthalt am Meer können die Hauterscheinungen ebenfalls abklingen lassen. Oberflächlich aufliegende Schuppen können Sie entfernen, indem Sie in Kochsalz- oder Ölbädern baden und die Schuppen anschließend in einem Seifen- oder Sodbad abbürsten. Für Letzteres geben Sie 1 bis 2 Handvoll Kristallsoda in das Badewasser. So, es geht weiter mit den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen. Und die sind alle rezeptpflichtig und ich führe jetzt einfach mal die geeigneten auf. Prednisolon und Salicylsäure ist geeignet, grün. Betamethason und Salicylsäure ist geeignet, grün. Calcipotriol ist geeignet und grün. Tenetacalcitol ist geeignet und grün. Betamethason und Calcipotriol ist geeignet. So, das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Das ist nicht geeignet. Hydrocortison und Harnstoff ist geeignet. Methotrextrakt ist geeignet, grün. Nitranol ist geeignet und grün. Das hatten wir auch schon. Das ist nicht grün. Hier, das ist auch neu. Cyclosporin ist geeignet und grün. Und Triamcinolon und Salicylsäure ist auch geeignet und grün. Es geht weiter mit den Wirkstoffen in alphabetischer Reihenfolge.